together, wusste ich. Yes. Good evening, everybody. Welcome you to join the kitchen. Today we are very fortunate to have Lama Drukdrup here. Lama is from Sikkim, very near the Rutuber Machia. Shall I translate? Oh. Sorry, my Dutch is very not good, so I have to speak English. Anybody need to translate to Deutsch? Yeah, that's my job. I can do it. Thank you. This is Lama's first visit yes. to Vinichaya. Actually, 20 years ago, Lama was here in Berlin, but at that time he visited TTC. Yes. Also der Lama war vor 20 Jahren schon mal hier in Bodhicharya, insofern ist es lange Zeit her, dass er hier war. Und er lebt in Sikkim, hat sie uns vorher gesagt. Und sie hat uns auch begrüßt. Maybe first let me make some brief introduction for Lama. Jetzt eine kleine Einführung, ein paar einstimmende Worte über den Lama. Lama Drukdrup, just now says he's from Sikkim. And when he was at the age of 10, he was ordained, and at the age of 15, he was sent to study medicine and astrology in Dharamshala. Der Lama war 10, als er ordiniert wurde. Und als er 15 war, wurde er nach Dharamsala gesandt, um Medizin und Astrologie zu studieren. At the age of 21, he finished the study and got the doctor title. Und als er 21 war, hatte das Studium dort beendet und einen Doktortitel erhalten. From 1990s, Lama began to travel and teach in the Western. Und seit den 90er Jahren reist er auch im Westen und hat dann gelehrt in verschiedensten Orten. In the year of 1999, Lama was the resident Lama in Kamalashila Institute. 1999 war er hier im Kamalashila Institut, nicht hier. Der Hauptlama, der residierende Lama. This time Lama will stay here with us for about 1 week. Und dieses Mal wird der Lama für ungefähr eine Woche hier bei uns sein. This evening and tomorrow Lama will teach medicine, Tibetan medicine. Heute Abend und morgen wird er uns in die tibetische Medizin einweisen. On Sunday he will teach astrology. Und am Sonntag in die Astrologie. Besides his teacher, Lama also offers the chance to have private talk with him. Und außerhalb dieser Veranstaltung hat er auch das Angebot gemacht, dass man ein privates Treffen mit ihm haben kann. Actually, from yesterday, from Tuesday, the private talk has started. From yesterday to Monday, before Lama leaves. Und es hat schon Dienstag angefangen und es ist auch noch möglich bis Montag, wenn er dann von hier wegreist. Anyone, if you are interested, you can still, we have some still very few opportunities. If you are interested, you can contact Maria or me.
Also wenn noch jemand daran Interesse hat, es gibt noch ein paar freie Plätze, dann könnt ihr Maria oder Narissa Bescheid sagen. The last thing I want to remind is about the donation. Und letztlich möchte ich euch auch auf die das Dana, auf die Gaben hinweisen. I read on the website we suggest donate about 50 or 100 euro, but actually any amount of donation is very welcome. Und auf der Webseite wurde gesagt, dass 50 bis 100 Euro empfohlen wird, aber was auch immer ihr geben könnt, ist herzlich willkommen. Any amount of donation is very helpful for the center. Und alles, was ihr geben könnt, ist für das Zentrum sehr, sehr hilfreich. So we have a donation box there. Da vorne, flowers and da vorne ist ein kleines Kistchen, wo man was lassen kann. Yeah, just to remind before you leave. Also bitte denkt daran, bevor ihr geht. Und Jayachitta heiße ich und ich werde übersetzen dieses Wochenende. So now let's welcome Lama to give us teach. Und jetzt lasst uns den Lama zusammen willkommen heißen. Good evening, everybody. Guten Abend euch allen. And I'm very honored and happy to be here in Bodhicharya. Very beautiful, very nice center. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, hier heute Abend mit euch in Bodhicharya zu sein. Es ist ein sehr, sehr schönes Zentrum. And first, normally you recite Dorje Changduma or sometimes, yeah. Okay. Und wir rezitieren gemeinsam am Anfang. Okay. Hier. Seite 6. Danke. Das war schon Deutsch. Page 6. Dorje Janjen Teloy Naroida Marba Mila Jeje Gamboba Tezon Jeja Kunjen Garmamba Jeje Majde Garaha
Gom Ja Lo Da Cha Varai Jin Je Lo Nam Doi Ngo Vo Chi Guru Som Bai Jin Chi explain more general about Tibetan medicine. Heute Abend möchte ich generell etwas Einführendes zur tibetischen Medizin sagen. And generally Tibetan, all the culture are all mostly are related to Tibetan Buddhism, and Tibetan medicine is also a one part of Tibetan Buddhism. Sowohl die gesamte Kultur, die tibetische Kultur ist sehr eng mit tibetischem Buddhismus verwandt und die tibetische Medizin ganz genauso ist mit hat Beziehung zum Buddhismus. And normally and historically when Tibet historically was before was born traditional, then when translate Buddhism was came to Tibet and translated many texts and things. At the same time, there was also many medical texts was also translated. Also in der Zeit, als Buddhismus in Tibet ankam und gegründet wurde, in der gleichen Zeit wurden auch viele medizinische Texte übersetzt ins Tibetische. And generally, Tibetan medicine is a how to say? It's a before they say it has something basic in bone traditional also influence, and then some many texts came from India, and then also some translated from China, and all mix that some and also the how to say how Tibetan live and attitude and. How to say altitude, no? Environment and the food, all then that made the some came out the Tibetan medicine. Also tibetische Medizin hat sehr viele verschiedene Einflüsse. Da ist Bön ist ein Teil davon, dann indische Strömung, chinesische Strömung und auch wie die tibetische Kultur und auch die Umwelt, also zum Beispiel die Höhe, in der Tibet liegt, all diese haben einen Einfluss auf tibetische Medizin gehabt. And Tibetan medicine and also the even in Mongolia and all the Himalaya region
And there is a mainly only one text, it called four tantras. Und in der tibetischen Medizin, auch in der ganzen Gegend des Himalaya, auch in der Mongolei, da ist ein Wurzeltext und das sind die vier Tantras. And this four tantras still we study in the wherever Tibetan university or a medical school or a, even in the house or wherever we study that four tantra. Und diese vier Tantras, die werden studiert sowohl in der in tibetischer Universität wie auch in der medizinischen Ausbildung oder auch zu Hause. Die sind sehr wichtig. And four tantra, and that is actually came from the Tibetan main, how to say, mother or a main Tibetan medicine's father or mother is we call Yuthok Yonten Gombo. Und diese vier Tantras kamen von der grundlegenden tibetischen Mutter oder Vater und den Namen kann ich so nicht wiederholen. You talk, you then you talk. Yes, yes, you talk. Okay. You talk, you then Gombo. Yeah, then he say, they say he that came from some way vision from the one Dakini and gave him this transition, but it is like from the, it was, I thinking it came from 10 or 11th century. Until now, we all study that four tantras. Also es wird gesagt, die Überlieferung ist aus dem 10. oder 11. Jahrhundert und es kam aus einer Vision einer Dakini. Und bis jetzt wird das überliefert in Form dieser vier Tantras. And that is text is from previously it was already translated in Mongolian language, I think, and also now some are translated in English and Deutsch also. Und dieser Text ist schon für eine ganze Weile in die mongolische Sprache übersetzt worden und jetzt auch ins Englische und ins Deutsche. And now I try to, that is short history about Tibet. Das war die kurze Geschichte der tibetischen Medizin. And now I try to how does it explain and say that which is more practical in everyday life what we can do or journal about Tibetan medicine. Und jetzt möchte ich das versuchen ganz praktisch zu erklären, also wie man tibetische Medizin ganz praktisch im Alltag anwenden kann. And generally in anything, no, in this our study we mostly talk about cause, condition and result, no? Also in unserem Studium generell reden wir über die Ursache, die Bedingung und das Resultat. And because cause and there is a condition, then came the result, how we get sick, no? Also es gibt eine Ursache oder Bedingung und das Resultat davon ist zum Beispiel dann, dass man krank wird. And generally, I thinking more maybe easy to understand is all how to say Tibetan Vajrayana and all the practice of Vajrayana and astrology and Tibetan medicine, whatever it is, mainly to base on five element. Und wie man das am einfachsten vielleicht erklären kann, ist es der Vajrayana und tibetische Astrologie und Medizin auf die Lehre der fünf Elemente beruft. It is earth, water and fire, space and wind, no? That five element. Und diese fünf Elemente sind Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum. And this we Everything is five element. Alles besteht aus diesen fünf Elementen. And this five element is depends on each other always everywhere. Und es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit dieser fünf Elemente untereinander. And like a outer five element normally say all our plan, how to say galaxy, you know, sun, moon and all the whatever what it calls all everything is also in five element. Und auch im äußeren Sinne kann man diese Elemente im ganzen Weltraum sehen. Erde, die ganze Galaxie besteht daraus. And
inside we say five element is our body. Our body is also a five element. Und innen kann man sehen, dass der Körper aus einem Zusammenkommen dieser fünf Elemente besteht. And more inner or secret, our mind is also a five element. Und auch im Innersten, also im Heiligen, ist unser Geist selbst besteht aus den fünf Elementen. That reason, all is dependent each other. Und all diese sind abhängig voneinander, diese fünf Elemente. And when five element, like when we are born, our body was also formed of the five element, and when we living now, it's also a function of five element, and also when we dying, also our five element is dissolves into the mind, and we die. You know, all these five elements. Als wir geboren wurden, war das ein Zusammenkommen der fünf Elementen, die unseren Körper gebildet haben. Und jetzt, während wir leben, sind immer die fünf Elemente, die den aufrechterhalten. Und wenn wir sterben, dann wird der Körper teilt sich wieder in die fünf Elemente auf. And Tibetan medicine is what is that is when our body is imbalanced with each element, one element, when we do eat something wrong or sometimes even weather effect, whatever that effects on our body element, and when each element is which is disturbed, then we get sick, and Tibetan medicine is to that to make balance and heal. You know? Und tibetische Medizin geht es immer darum, diese Balance der fünf Elemente aufrechtzuerhalten. Also wenn wir wenn das außerhalb der Balance ist, wenn ein Element stärker ist oder verstört ist, auch durch Wetter oder durch etwas, was wir gegessen haben, was nicht ganz richtig war, dann besteht eine Imbalance, und die soll durch Medizin wieder in Balance gebracht werden. Yeah, just I said, it's similar. Main thing is that very simple, that our body is five element, form, mind, everything five element when we are functioning. But when we do something wrong, no? But sometimes we are aware, sometimes we are not aware. And now I try to teach or explain how it becomes imbalanced and how we can make it prevent and balance it and everything. Also wie gesagt, der Körper und auch der Geist bestehen aus diesen fünf Elementen, und manchmal, wenn wir irgendwas falsch machen oder nicht aufmerksam sind, dann können wir dann wird es verstört, dann gibt es eine Imbalance, und da möchte ich jetzt zur tibetischen Medizin erzählen, wie dadurch die Balance wiederhergestellt wird. And that is more how it is a little bit general, and try to explain a little bit more detail. Also das war jetzt im Allgemeinen, und jetzt möchte ich das ein bisschen klarer im Detail erzählen. And normally, just beginning, I said that cause, condition, then comes together, no? Then becomes we sick, like when we have something oil or something, when fire comes, it becomes the burn, no? Like a cause and condition. Same thing, when our body is there, our function, we do something wrong, but wrong is we solve condition. Condition normally, mainly what we are doing is what we live is we eat wrong, and when we behave something wrong, that is the condition that makes us sick. Also wie gesagt, also jetzt nochmal zu wiederholen, das sind die Grundlage oder die Grundlage oder die Bedingungen führen dazu, zum Beispiel, dass man krank ist, und da wäre jetzt spezifisch zum Beispiel, dass man etwas isst, was nicht richtig ist, was nicht gut für einen ist, und dass dadurch der Körper in die fünf Elemente im Körper zur Imbalance führen. And when we say our cause in Tibetan medicine, we talk about two causes. One is like our element in the body, but our element, that five element, generally we also talk that in Buddhism, same thing, no? It also goes back to our five emotions. That is the long cause, no? That when we have this five emotion, that generates five elements. The emotions generate. Sorry, let me just translate so far. Die Grundlage, erstmal hat er eine Verbindung geschaffen zwischen den fünf Elementen und den fünf Emotionen.
Und da sagt er jetzt über was über die Grundlage der Imbalance. So, can you just repeat what you mean? There's a connection between the five emotions and the five elements? I wasn't quite clear. When we say cause, long-term cause, that five emotion will, five elements came from five emotions. Also langfristig gesehen kann man den Grund darin finden, dass die fünf Elemente von den fünf Emotionen kommen. Because and also we make normally we talk that five element, five color, five Buddha, you know, all this connection. Also es gibt eine ganze Reihe von fünf, die miteinander verbunden sind. Die fünf Elemente, die fünf Emotionen, die fünf Farben, fünf Buddhas, all die sind miteinander verbunden. And when we also speak five emotions, when it transforms, it becomes the five Buddha. Und diese fünf, ich denke, mit den fünf Emotionen meinte die fünf Geistesgifte oder so kenne ich die zumindest. Wenn die transformiert werden, dann werden die zu den fünf Weisheiten der Buddhas. And when it gets six, in Tibetan medicine, we normally diagnose. How we diagnose is there is a we normally asking the question, no? What that is one way. Also und die Diagnose in der tibetischen Medizin läuft erstmal darüber ab, dass man Fragen fragt an den Patienten. And pulse diagnosis, then urine diagnosis. Und dann wird der Puls genommen und der Urin wird sich wird angesehen. And then also sometime that you can feel if you are wrong what you do, you eat or something which becomes you feels better, that means also that also can show, we can ask, no, which is good. Und dann wird auch darüber gesprochen, manchmal wenn man was isst, dann fühlt man sich besser, also so Information ist dann auch sehr wichtig für den Doktor. And then for generally for Tibetan medicine treatment, there is also a four different way of treatment. Und dann gibt es als Behandlung vier unterschiedlichen Arten und Weisen der Behandlung. And first, when you get sick, we try to treat with the behavior. No? Die erste Art der Behandlung, wenn jemand krank ist, geht über Verhalten, wie man sich verhält. And then you eat, no, how to eat the food, no? Food and diet, yes, sorry. Dann wird also auch der Speiseplan, also wird besprochen, was gut ist zu essen. And then third is then comes the medicine, different kind of medicine. Und dann wird auch Medizin verschrieben. And then fourth, if not all not function, then end there is a therapy. Yeah. Und das vierte, wenn die alle nicht wirken, dann wird auch Therapie angewandt. And therapy, normally in Tibetan medicine, therapy, there is a two different way. One is in Tibetan we call jamche. Jamche means like not for heart, for body. It's more like a smooth or something. Say again. Not so hard, smooth. Too smooth. Yeah, something. But it's physical therapy. Physically, like massage and things. All right. Und das ist also das erste ist eine körperliche Therapie, so wie das wird. Das tibetische Wort sagt glatt machen. Also das besteht aus Massage und solchen Dingen. And also you know that Ayurveda, they have this Panchakarma, you know, Panchakarma things, that are also include this. Und das zweite ist Panchakarma, was man vielleicht auch aus dem Ayurveda kennt. That's also in Tibetan medicine, but we don't practice that much, that is also all included there. Das praktizieren wir nicht ganz so viel, aber das ist auch ein Teil der tibetischen Medizin. And then rough or some hard treatment in the body therapy is bloodletting and moksha visions. Und dann werden andere Methoden, die sind mit Hitze zu tun, da werden Moksha oder auch Blut wird abgenommen. And this in the Tibet used to be doing a lot of moksha and blood letting and things, not anymore in here in India or not so much, I think. Und das wurde in Tibet sehr viel angewendet, also moksha und dass man Blut abgenommen hat, aber das wird jetzt hier im Westen nicht so viel praktiziert. And
Generally in the Tibetan medicine, all the disease, all the sickness are divided on the four different ways. Im Allgemeinen wird innerhalb der tibetischen Medizin alle Krankheiten in vier unterschiedlichen Sparten gefasst. One of the all sickness are just say, we say it is just like a small sickness, like 25%, or normally we count it is like a 404. Some kind of, we make lot of sickness, then medium we make it 404, and 101, that is just generally some small sickness, don't need treatment, it will heal itself. Es wird gesagt, es gäbe 404 verschiedene Arten von Krankheiten, das heißt einfach nur sehr viele, da wird dann eine Zahl genommen, und ein Teil davon, also die 101. davon, das ist eine schwache oder kleine Krankheit, die sich selbst auskurieren kann. And 101 is a sickness that what we do, cause and condition that makes the sickness that we need to heal by a doctor and things like that. Und dann gibt es, ich bin jetzt mit den 100 ein bisschen durcheinander, vielleicht klärt sich das noch, aber dann gibt es die nächste Gruppe sind welche, die eine Art von Krankheit ist, die eine Anwendung eines Doktors brauchen. And 101, that is connection with the some sickness, more connection with the, also we talk many sickness are comes from spirit disturbance, no? Und dann die nächsten 101, also sind jetzt immer Gruppen von 101, sind welche, die von Geistern hervorgerufen werden. And 101 sickness are comes from the previous karmic sickness. Und dann die letzten 101 sind verschiedene karmisch begründete Krankheiten. And normally we say doctor has responsibility or to can treat mainly 101, what one person which is we made mistaken with the food and condition, no? That is needed to treat. If doctor don't treat, it will be not healed, no? Other nearly 25% will it heal itself. Und also es wird gesagt, dass der Doktor im Grunde ein Viertel dieser Krankheiten behandeln kann. Da kann man nicht besser werden, wenn man nicht die Hilfe eines Doktors kriegt. Aber die anderen 75% werden sich entweder selbst auskurieren oder sind nicht die Verantwortung des Doktors. And